Rote Rosen, Fanliebling wird entführt. Schreckliche Szenen bei Rote Rosen, Zuschauerliebling Hannes wird nach einem geldreichen Fund von Unbekannten verschleppt. Ende Januar kommt es bei Rote Rosen zu einem unerwarteten Geldsegen, Hannes fällt sprichwörtlich eine Tasche voller Geld vor die Füße. Da er nicht weiß, wem es gehört, will er die Tasche bei der Polizei abgeben. Da bringt ihn Merle auf eine andere Idee. Wie wäre es, den Inhalt der Tasche für karitative Zwecke zu verwenden? Immerhin gibt es genügend Menschen, denen eine finanzielle Spritze guttun würde. Die Idee lässt Hannes nicht los und so ruft er eine Wunschbox ins Leben, die seinen Mitmenschen helfen soll. Zunächst geht sein Plan auf und Hannes kann mehr als einem seiner Freunde dadurch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Doch dann bekommt die Tageszeitung das Heideggau Wind von der Wunschbox und will den Wohltäter unbedingt entlarven. Um von seiner Spur abzulenken, stellt Hannes mehrere Boxen auf. Rote Rosen, Hannes wird entführt. Dass ihn aufmerksame Fotojäger entlarven, bleibt allerdings nicht Hannes einziges Problem. Schon bald fürchtet er sich davor, in seiner Laube zu nächtigen, aus Angst, dass ihn dort jemand überwältigt und das Geld stiehlt. Da kommt es ihm gelegen, dass David und Franzi ihm helfen wollen, das Geld weiter wohltätig zu verteilen. Das Ganze nimmt jedoch eine schockierende Wendung, denn wie es in der Rote Rosen Vorschau zu Folge 3509 heißt, die am 23. Februar in der ARD ausgestrahlt wird, wird Hannes von Unbekannten entführt. Glücklicherweise gelingt es Hannes, seinen Freunden David und Franzi einen Hinweis auf das Versteck der Entführer zukommen zu lassen. Die beiden schalten die Kriminalpolizei ein, doch offenbar zu spät, zwar können die Verbrecher dingfest gemacht werden. Doch von Hannes fehlt auch weiterhin jede Spur. Was ist mit Hannes geschehen? Hat er es geschafft, auf eigene Faust zu entfliehen oder vegetiert er in der Hoffnung auf Rettung in einem anderen Versteck vor sich hin? Werden seine Freunde und die Polizei ihn rechtzeitig finden?